Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Part Let's Play Minecraft. Im letzten Part haben wir diesen Weg hier angefangen zu bauen und jetzt regnet es. Das Lava-Geräusch. Ja, so haben wir die Hülle benannt, nachdem wir ein Lava-Geräusch vernommen haben. Und genau, so sieht unser Weg fürs Erste aus. Und unser Ziel ist es quasi, diesen Weg bis hier oben hinzubauen. Und ja, wir waren gerade hier stehen geblieben, mitten beim Lavageräusch vorbei. Und ich habe bereits den Weg hier markiert mit, grob markiert mit Steinen. Und ja, jetzt sollten wir hier... Ach, kleinen Moment, ich muss mal schnell noch ein paar Sachen schließen. Ja, ich habe da schon geschaut wegen Optifine. 3 Tote und zahlreiche Verletzte. Muss ein paar Sachen schließen. Das hätte ich eigentlich gleich machen sollen. Naja, Desktop. Einstellungen. So, ich will nichts anderes haben außer Minecraft. So, jetzt sollte das Ganze ein bisschen besser laufen. Entschuldigt, Leute. Und ein bisschen leiser stellen. So, ich bin mal wieder sehr gut vorbereitet. Und ja. In diesem Part bauen wir den Weg hier nach oben und ich erzähle ein bisschen was über Döner. Nein, Döner, keine Ahnung. Wie gesagt, ihr kennt das ja, keine Themen und so weiter vorbereitet. Deswegen rede ich jetzt einfach mal über Döner. So, Döner ist geil. Ich liebe Döner. Jeden Freitag gehe ich zum Dönermann und hole mir ein Dürüm. Ja, also ich finde, Dürüm schmeckt irgendwie geiler als Döner, weil da ist alles so gebündelt, so der ganze Geschmack. Beim Döner ist es so, da ist es ein bisschen verteilt, so Salat ist auf einen Punkt, das Fleisch ist auf einen Punkt. Und beim Dürüm, da ist es ein bisschen so mehr, ja, zusammen alles, so mehr kompakter. Und deswegen bevorzuge ich eher einen Dürüm als einen Döner, wenn ich mal beim Türken bin. Ja, was ich auch ziemlich geil finde, ist Gyros, so. Ja, das ist genau das Gegenteil von Döner, ja, also Gyros ist ja so griechisch und Döner ist eher so türkisch und da muss man aufpassen, dass man es nicht verwechselt, ja, also das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man in einen Döner Gyros-Fleisch reintut, ja, weil das, ja, ihr kennt vielleicht die Geschichte, dass Türken und Griechen sich nicht gut verstehen, historisch gesehen. Ich weiß nicht, wie es kulinarisch aussieht oder ob das einfach so eine Rivalität ist zwischen Türken und Griechen, so, ja, aber das hat eher so geschichtlich was dazu zu tun, warum Griechen und Türken sich nicht mögen, einfach wegen, ja, also politisch gesehen, eher nicht so was kulinarisch angeht, aber eher so politisch gesehen, weil eben die Griechen von den Osmanen über Jahrhunderte unterdrückt wurden. Ja. Mann, jetzt bin ich von Döner auf Unterdrückung gekommen. Geil. Das ist auch mal wieder so ein Verlauf, ne? So ein Themenverlauf. So, der kommt weg. Ich habe übrigens mir ein neues Spiel heute gekauft. Das heißt The Forest. Habe ich vorher noch nie gespielt, also sollte ein recht bekanntes Spiel sein, weil das ist schon etwas älter. Macht auch sehr viel Spaß und ja, vielleicht habe ich mal vor, das so vielleicht zu streamen eine Runde oder so. Wäre, glaube ich, ganz spaßig, ja. Also allgemein bin ich in letzter Zeit so auf so einen, also was Computerspiele angeht, so auf so einen Survival-Games-Trip. Also ich habe mir auch Ark runtergeladen, das Spiel Ark. Weil das gab es auf Steam für eine bestimmte Zeit kostenlos, da habe ich mal gedacht, ja komm, schaust es dir mal an, wenn du schon auf so einem Survival-Game-Trip bist, ja, habe ich mir jetzt mal Ark runtergeladen, aber ich habe es jetzt noch nicht gespielt aktiv. Das hebe ich mir mal auf, wenn ich mal besonders viel Lust auf Dinosaurier-Jagen habe. So, ja. Genau, diesen Kater schließe ich übrigens, weil der passt nicht so ganz in unsere Wegsplanung rein. So, wir haben ja hier
zum Glück sehr viel Erde bei uns. Durch das ganze Terraforming für den Weg haben wir genug Erde erhalten im letzten Part. So, ist auch ganz gut, dass wir das jetzt loswerden. Ich glaube, einige Ebenen mache ich noch hoch und ja, dann geht der Wegbau weiter. Hier so lang. Ja, wir können eigentlich hier in die Schräge gehen, so in etwa. Dann hier noch so hin. Ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen müde, weil ich habe diese Nacht durchgemacht. Einfach, keine Ahnung. Habe einfach Lust dazu gehabt und ja, jetzt ist es früh am Morgen und ja, ich nehme mir noch einen Minecraft-Part auf. Was für ein Leben. Die ganze Nacht habe ich The Forest gespielt. Und Warhammer 2, Total War. Da habe ich, ja, gerade so eine Mod, mit der man jede Fraktion spielen kann. So ein Faction-Unlocker-Mod. Und ja, da spiele ich gerade mit irgend so einem Norska-Land. Skeggy, glaube ich, heißen die. Und kämpft gerade gegen Nagaroth, gegen Malekith. Und ja, das ist schon fordernd so, weil Malekith, der lässt sich nicht alles bieten, ja. Aber ich habe Nagaroth besetzt. Und jetzt greife ich mich die ganze Zeit Malekith mit Hellbronn an. Hellbronn die Alte. Und das nervt. Jetzt bin ich gerade dabei, Nagaroth zu befestigen mit Festungen und so weiter. Und ja, gut, an all die Warhammer 2 nicht kennen, Warhammer 2 Total War. Das ist ein gutes Spiel. Jetzt soll ja bald Immortal Empire rauskommen für Warhammer 3. Wo dann quasi alle Völker verfügbar sein werden. Und da bin ich schon gespannt, wie die das umsetzen wollen. Ich meine, gerade so die Rundenzeiten am Ende eines Zugs, wenn man so seinen Zug beendet, wie lange das dauert, ja, bis man da abgewartet hat, bis die KI alle ihre Züge gemacht haben. Ich habe auch gesehen, es sollen bis zu 200 Fraktionen geben oder so. Und bis die alle ihre Züge gemacht haben, das kann, glaube ich, schon ein bisschen dauern. Ich kann mich noch erinnern, als Mortal Empires für Warhammer 2 rauskam, da hat es auch immer ewig gedauert. Vielleicht, ich glaube, so bis zu 3 Minuten immer, bis die KI immer gezogen ist. Also es ist schon, boah, ja. Da frage ich mich, wie die wollen die das bei Warhammer 3 machen mit quasi doppelt so vielen Nationen, ja. Ich glaube, das ist, ich kann mir vorstellen, dass das Beta, wenn es rauskommt, Immortal Empires Beta, dass es unspielbar sein wird, weil man eben sehr lange warten muss, bis die Karriere Züge gemacht hat. Und ja, das wird sich, glaube ich, erst so im Laufe der Zeit entwickeln, dass es wirklich richtig spielbar ist, diese ultimative Kampagnenkarte für Warhammer 3, ja. Was ja auch die größte Kampagnenkarte in der Geschichte der Total War Serie ist, ne? Also es gibt ja Kampagnenkarten, die sind riesig. Ein Beispiel ist ja Empire Total War. Da kann man Europa erobern, Europa, Nordamerika und Indien. Und das war damals, als es rauskam, die größte Kampagnenkarte aller Zeiten. Und dann wurde es irgendwann mal, ja, dann hat es, glaube ich, wurde es, glaube ich, überholt von Warhammer 2. Und ja, jetzt soll Warhammer 3 nochmal den Meilenstein deutlich erweitern und die ganze Warhammer Welt soll quasi bespielbar sein. Ziemlich geil, geile Idee. Ich finde, die sollten sowas bei der echten Welt machen, ja, quasi so ein historisches Total War, wo man quasi auch so wie in Warhammer 3 erstmal so europäische Nationen hat. Und dann, keine Ahnung, kann man irgendwie so Indianer-Fraktionen einfügen, vielleicht mit DLCs oder so, und dann irgendwie China, Japan, Afrika, bis man irgendwann mal die ganze Weltkarte hat, ja? Also das wäre auch richtig, das wäre auch mein ultimatives Total War-Spiel dann, ja? Also wenn es sowas auch mit der Weltkarte geben würde, mit dem historischen Total War, vielleicht Medieval 3, ja, dass man das im Medieval-Setting macht. Gut, im Medieval kannst du vielleicht, ja, gut, das ist natürlich schwierig, so jeden Kontinent einbauen zu können, weil eben die meisten Kontinente noch nicht so wirklich von den Europäern entdeckt wurden. Beispielsweise Australien oder Südamerika. Südamerika wurde so 1500 entdeckt, da wo schon das Mittelalter so vorbei war. Also wenn, dann würde ich vielleicht ein, Alter, das ultimative Total War Spiel, so, ich stelle es mir gerade vor.
Wenn, dann würde ich mir so vorstellen, so man startet irgendwie als, keine Ahnung, als irgendeine Nation in Europa oder Südafrika oder was weiß ich, Australien, ja, und in der Steinzeit. So, und dann funktioniert dieses Total War so, dass man immer so nach einer bestimmten Zeit immer fortschrittlichere Technologien erlangt mit neuen Einheiten und so weiter. Und es geht so weit bis ins Jahre, ich würde sagen, 1800, ja. Also, ich weiß ja, dass die Total War-Leute nicht so wirklich Weltkriege-Total War-Serien machen wollen. Deswegen würde ich es vielleicht vorschlagen, bis ins Jahr 1800 zu machen, weil da wurde die ganze Welt mehr oder weniger erkundet. Und ja, dann wäre es doch geil, dann so ein Setting einzuführen, wo immer, wo man mehrere Nationen spielen kann. Alle fangen in der Steinzeit an. Und ja gut, bestimmte Nationen haben dann Malus, vielleicht die afrikanischen Nationen oder so, oder die nordamerikanischen Nationen. Und dann steigert sich das langsam, je nachdem wie viel Zeit vergeht, bis hin ins 18. Jahrhundert, wo schon Musketen eingesetzt werden. Ja, also am Anfang werden noch mit Steinzeit-Einheiten gekämpft, so, keine Ahnung, Keulenträger oder sonst was, Schleuderer, ja. Und mit dem Laufe der Zeit entwickeln die halt immer mehr neue Technologien. So, irgendwann kommen sie in die Bronzezeit, dann fangen sie an, langsam Eisenwaffen herzustellen, Schwerter, Schilde, sowas, ja. Und Alter, das wäre das ultimative Total War. Und dann geht's halt immer nach, immer weiter. Mittelalter, ja. Mittelalter, wo die Feudalherrschaft Gesellschaft quasi die Macht übernimmt, vielleicht auch ein politisches System hinterlegen, ja. Wo man seine Nation auch ein bisschen anpassen kann, so eine Art, keine Ahnung, ja, wo man quasi entscheiden kann, will man eine Republik spielen oder eine absolute Monarchie, sowas, ja. Also das wäre richtig, richtig geil, das wäre mein ultimatives Total War Spiel, ja, so, also quasi wie EO4, Imperator Rom, bloß alles in einem Spiel, ja, mit Echtzeitschlachten. Das wäre richtig geil. Ja, dann hätte er vielleicht jede Nation vielleicht so um die 100 Einheiten, ja, um die 100 Einheiten und verschiedene Einheiten aus allen Zeitaltern. Und letzten Endes kann man ja verschiedene Kulturgruppen machen, die alle ihre eigenen Einheiten haben, ja. Weiß nicht, die Afrikaner setzen vielleicht Elefanten ein oder so, ja. Dafür setzen die Europäer keine Elefanten ein, sondern schwer gepanzerte Einheiten. Also es wäre ein richtig interessantes Spiel, fände ich. So, so könnte man auch die historischen Total Wars ein bisschen, ja, wieder einen Hype geben, ja, weil aktuell geraten die aufgrund von Warhammer eher in den Hintergrund, so. Also ehrlich gesagt spiele ich auch diese Total War Sagas nicht so besonders gern, also. Es ging ja an mit Thrones of Britannia, fing das alles an. Das habe ich mir überhaupt nicht gekauft, das Spiel. Das ist das einzige Total War Spiel, was ich nicht besitze. Thrones of Britannia, weil mich das Spiel einfach null interessiert. Ich meine, ich habe mein Medieval Total War 2 mit dem Britannien-Szenario. Und da brauche ich dieses Kingdoms nicht. Wie heißt das? Thrones of Britannia nicht, ja. Dann haben wir Three Kingdoms. Three Kingdoms habe ich mir gekauft. Ich finde das Spiel okay, allerdings irgendwie interessiert mich dieses Szenario nicht so. Drei Königreiche, China interessiert mich ehrlich gesagt nicht so, aber es ist ehrlich gesagt ein gutes Spiel, habe ich mitbekommen. Und ja, ich habe es ja auch gespielt und es macht auch Spaß, aber ehrlich gesagt macht es mir nur halb so viel Spaß, weil mich eben, also wie sonst ein anderes Total War Spiel, weil einfach das Setting China ist nicht so meins. Und ja, da finde ich vielleicht so, also ich finde die Kampagnenkarte da auch eher langweilig, weil China hauptsächlich aus Festland besteht. Da hat man in so Total Wars wie Shogun da eine Abwechslung, weil Japan aus Inseln besteht. In China hat man hauptsächlich Land und Berge und das finde ich ein bisschen langweilig von der Kampagnenkarte. Ja, dann haben wir noch Troy. Troy finde ich ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend zu spielen wegen den ganzen Ressourcen, weil man wirklich seine Ressourcen planen muss und so. Will man
Weil alles irgendwie Ressourcen kostet und ich finde das ein bisschen anstrengend auf Dauer. Deswegen macht mir auch Troy nicht so viel Spaß. Und was gibt's noch? Ich glaube, das waren alle. Ja. Und ja, ansonsten hat mich in den letzten Jahren nicht wirklich kein Total War Spiel mehr überzeugt, außer die Warhammer Serie, ja. Ansonsten fand ich die ganzen Total Wars eher langweilig und ich befürchte, dass das, wenn Warhammer 3 fertig sein wird, dass es dann dazu kommen wird, dass die Total War Serie dann auch langsam, ja, für die Fans auch langweilig wird. Da muss wirklich ein Medieval 3 her oder so. Also wirklich ein Spiel, was wirklich die Einstellungen hat, die die Fans lieben, ja. So Medieval 2, eins der beliebtesten Total War Spiele ever, wird heutzutage auch noch gespielt, dank vieler Mods auch, die die Fans erstellen, weil eben das Spiel auch, ja, auch ziemlich gut ist, ja. Medieval 2, wo du wirklich nach Amerika kannst, also ich habe das gefeiert, ich habe das als wann habe ich das aktiv gespielt, richtig, ich glaube 2008 habe ich das Spiel richtig gesuchtet, ja, da habe ich glaube ich, hätte ich das auf Steam damals gespielt, da hätte ich wahrscheinlich heute eine Spielzeit von 2000 Stunden oder so, weil ich habe das wirklich sehr oft gespielt, ich habe wirklich mit jeder Nation nicht die Kampagnen durch, aber ich habe so jede Nation zumindest so lange gespielt, bis die Mongolen eingefallen sind. Und ja, einfach ein saugeiles Spiel, so der Einfall der Mongolen, was irgendwie dann die westliche Welt erschüttert, ja, dann noch die Timuriden, die richtig OP sind mit den Elefantenkanonen, also die konnte man überhaupt nicht besiegen, ja. Ich habe da teilweise Schlachten im Einzelspielermodus versucht, also so im Schnellschlachtmodus habe ich mal versucht mit berittenen Kavallerie gegen, also eine Armee voller berittenen Kavallerie gegen eine Armee voller Elefantenartillerie zu besiegen. Und ich habe es geschafft, mit Berittenen die zu besiegen, die Elefanten. Aber hauptsächlich habe ich das so gemacht, dass die Elefanten dann amok gelaufen sind und dann haben die meisten sich dann selber gekillt. Und ja, letzten Endes hatte ich dann nur noch ein Regiment berittener Kavallerie, berittener Bogenschützen meine ich, die es dann doch noch geschafft haben, die gegnerischen Elefanten zu besiegen. Aber ich habe es hauptsächlich so gespielt, dass, ja, wie gesagt, dass die Elefanten eben amok laufen und sich selber dann alle besiegen, ja. Das war so meine Taktik dann gewesen. Und jetzt haben wir den Weg ja schon fast. Wir haben ja noch einige Bäume, die wir noch fällen müssen. Bloß ich habe gerade keine Axt dabei. Ich mache das jetzt mal mit der Hand, ja. Mann, obwohl ich eigentlich recht müde bin und eigentlich ins Bett fallen könnte, rede ich jetzt wie ein Wasserfall. Vielleicht sollte ich immer müde Let's Plays aufnehmen. Entschuldigung, jetzt bin ich schon eingeschlafen. Tut mir leid. Ey Schwein, beweg mich nicht, ja, sonst kriegst du einen mit einem Steinblock hinten drauf, ja. So. Mal das hier weg. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck. So, was ich dann noch machen muss, ist, dass ich so Steinstufen noch hinbaue. Dass wir eben nicht immer springen müssen. Mein Gott, diese Bäume sind so nervig. Und drei Schweine auf einen Punkt. Da sind wir hier im Schweinestall. So, ist es euch nicht kalt da so oben mitten in den Alpen? Naja, wir sind ja schon fast da, ne? Hier. Ja, ich hole schnell eine Axt. So, na ja, wobei, das ist eh der letzte Baum. Dann haben wir die Baumgrenze hinter uns, dann wachsen keine Bäume mehr. Mach jetzt das schnell mit der Hand. So, ja, jetzt bin ich aus meinem Redefluss raus. Aber sobald ich einmal in meinem Redefluss bin, kann ich nicht mehr aufhören zu reden. Irgendwie bin ich da wie eine Frau, was das angeht, ja. Wenn ich einmal angefangen habe zu reden, kann ich nicht mehr aufhören. Dann quassel ich und quassel ich und quassel ich und
vergiss die Zeit, weil ich einfach nur noch am Reden bin, ja. Aber meistens rede ich dann auch irgendwelchen Nonsens, ja. Keine Ahnung, irgendwelcher Nonsens, der den vielleicht niemanden interessiert, ich weiß nicht. So, ich sollte jetzt nicht aufhören zu reden, weil sonst komme ich nicht mehr rein. Dann habe ich meinen Redefluss verloren. Wie viel Steine habe ich noch? Geht noch. Dann verbindet man diese Steine hier. So, ja. Übrigens das nächste Let's Play, also ich bin ja gerade dabei, so Let's Play technisch, habe ich ja zuletzt Rayman 3 abgeschlossen. Und jetzt bin ich gerade dabei, ein neues Spiel aufzunehmen. Ihr habt ja diese Woche gesehen, dass ich ein OST-Video hochgeladen habe, also offizielle Video-Soundtrack-Video von Nightshift, wo die ganze Musik zu sehen ist, oder zu hören ist, mein Gott, zu sehen. Ja, ich sehe Musik auch gerne. Wer sieht denn Musik nicht gerne? Jedenfalls, ich habe angefangen, Nightshift-Soundtracks hochzuladen, einfach weil ich auf YouTube vor 4 Jahren oder so habe ich mal gesucht nach dieser Musik und ich habe sie nicht gefunden und ja, ich habe mir dann einfach mal in den Datenordner habe ich geschaut, ob es die Musik gibt und da habe ich eine Datei gefunden mit dem Namen Musik, habe sie umgewandelt in eine MP3-Datei und habe sie einfach mal als Video hochgeladen, einfach weil, ja, ich dachte, vielleicht gibt es die ja noch nicht auf YouTube und ja, ich habe dann doch gesehen, dass es dann mittlerweile doch ein paar YouTube-Videos gibt mit diesem Soundtrack und ja, gut. Von daher hätte ich mir das eigentlich sparen können, aber ich finde es eigentlich auch ganz nett. Also die Musik von Nightshift ist super, ja. Also wenn ich dann Nightshift Let's Play, dann werde ich das wahrscheinlich nochmal erwähnen, ja, wie geil die Musik ist. Und ja, jedenfalls nach Rayman 3 kommt das Nightshift Let's Play. Ich muss das, wie gesagt, noch anfangen zu Let's Playen. Wahrscheinlich setze ich mich diese Woche oder nächste Woche. Nächste Woche hat meine Verlobte Urlaub, da kann ich vielleicht nachts aufnehmen. Weil nachts kann ich leider nicht an meinem PC, weil sie dann schlafen muss, weil sie eben arbeiten muss. Gut, heute war eine Ausnahme, da ist sie einfach eingeschlafen, während ich noch am Zocken war. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn sie schon schläft, dann zock einfach weiter, ja. Da habe ich sie schlafen lassen, während ich gezockt habe. So ist ja auch ganz praktisch, wenn die Verlobte auf einmal einschläft, dann kann man ja einfach weiter schlafen. Einfach weiter zocken, weil man sie eben nicht stört beim Schlafen, weil sie eben schon eingeschlafen ist, ja. ja. Ihr seht ja, dass da das Bett hier nebendran ist, ja. Und ich habe dann Kopfhörer benutzt, hab Kopfhörer weitergezockt und dann hat sie geschlafen wie ein Stein. Können Steine eigentlich schlafen? Hey Steine, könnt ihr schlafen? Ja, natürlich schlafen wir, Gianca. Was denkst du denn? Okay, dann schlaf noch weiter. So, jetzt haben wir den Weg ja fast fertig gebaut. So, ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels. Als nächstes können wir ja dann die Wegweise machen, da müssen wir ein bisschen zählen. Das ist zwar mühselig, aber wenn wir dann die Wegsteine haben, dann haben wir doch ein ganz cooles Feeling, was diese Welt angeht. So, hier ist übrigens, warte, was ist das denn für eine Höhle? Ich glaube, die Höhle führt da... Ach ja, richtig, die Höhle führt da unten hin. Die könnten eventuell Räuber benutzen, um sich in unsere Basis reinzuschleichen. Ja, nicht so geil. Das muss man, glaube ich, versiegeln. Nicht, dass da irgendwelche Halunken diesen Geheimgang hier nutzen wollen, ja. Für ihre Schandtaten, das dulde ich nicht. Der Herrscher von, wie heißen die? Stadt, die wir da gebaut haben. Blitzbergen, glaube ich. Der Herrscher von Blitzbergen duldet solche Frevel nicht in seinem Land. Oder in seiner Stadt. Das ist eher ein Bürgermeister statt ein König. Ja. So. Fast geschafft! Dieser Kackschnee muss nur noch weg. Habe ich noch Steine bei mir? Nein, mir gehen die Steine aus. Na super, dann muss ich mal ein paar Steine holen. Ach, so viele brauche ich eh nicht mehr. Das sind eh noch ein paar Meter. Hier sitzt es ja. Hier wären wir auch schon. So was Blödes hier. Jetzt brauche ich hier Steine. Na toll, hier sind auch keine Steine da drin. Wo habe ich denn noch Steine übrig? Ich habe lauter Schneebälle. Weg mit diesem blöden Schnee, mein Gott.
Boah, jetzt muss ich hier räuspern und hixen und was weiß ich. Nehmt das! Ihr Leute da unten, ihr werdet mit Schneebällen beworfen. Okay, damit ist der Schnee weg und jetzt haben wir genug Platz für andere Sachen, für wichtigere Sachen. Na toll, ich brauche Stein. Wo kriege ich jetzt Stein her? Ich schau mal unten nach, ob wir Stein haben. Mann, dieses bisschen da. Naja, aber jetzt können wir mal gleichzeitig diesen Weg hier bewundern. Oh Gott, da war ich schlampig. Janka der Schlamper. Janka der Schlamper. Ja, das können wir eigentlich auch entfernen. Stirb! Stirb! So. Die Wegsteine. Die haben ihren Sinn erfüllt, mein Gott. Dieser Penis hier muss auch mal weg. Und dieses Laubding auch. So. Boah. Hier fällt man tief runter. Ja gut, nicht so tief. Oh! Ah! Okay, doch sehr tief. Ah. Ja, von hier aus kann man die Hütte erkennen. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, dann geht's hier in so eine Höhle rein, in so eine Unterhöhle. Hier so, ja. Hier ist die Höhle, wie heißt du nochmal das Lava-Geräusch, ja? Und hier geht alles geradlinig weiter, ja, hier am See vorbei. Theoretisch kann man hier einen Zaun noch hinmachen oder einen Steg, ja. Dass wir diesen Weg auch gut in die Landschaft einfügen. So, und jetzt kann ich dann auch noch... Meine Spitzhacke ist auch gleich weg, aber ich habe ja noch Ersatz bei mir. Zum Glück. Das Weizen wächst. Pflanzen wir gleich neues Weizen hier ein. Was haben wir denn da? Roheisen. Aus wie Weizen. Naja, wir können ja dann auch noch die Schweine hier einfangen. Mich würde bloß interessieren, ob unsere Schweine wirklich weg sind, weil das wäre jetzt nicht so geil, wenn die jetzt weg sind. Meine schönen Schweine. Ach, die sind noch da. Okay, dann ey, ihr Schweine, wie wär's mit ja, kommt her. Hey, ich hab hier was für dich. Guck mal, was ich da für dich habe. Hallo? Magst du keinen Weizen? Schmeckt dir kein Weizen? Mögen die keinen Weizen oder warum funktioniert das nicht? Haben die das irgendwie verändert? Weil ich kann mich erinnern, oh, jetzt mach ich den Ventilator an. Es ist so heiß hier. Wie heiß haben wir es denn? 27 Grad, alles klar. So. Ihr wollt kein... Oh Gott, es bläst ins Mikrofon rein. Auch nicht so geil. So, jetzt. So, warum mögen die kein Weizen? Haben die das verändert? Die haben das bestimmt verändert. Was fressen Schweine für gewöhnlich? Schlamm? Nee. Hey, könnt ihr mir sagen, was ihr fresst, ihr Schweine? Die fressen doch Fleisch, oder? Das sind doch Fleischfresser. Muss ich denen Fleisch geben? Keine Ahnung. Egal, schauen wir mal nach, ob hier Stein dabei ist. Jawohl, super. Hier ist jede Menge Stein dabei. Da können wir noch gleichzeitig hier die Treppen hier mitnehmen. Diese Halbsteps da. Schneeblock, du! Ich schmeiß dich in die Lava. Ich gehe in den Nether und schmeiß dich in die Lava rein. So sehr hasse ich dich. Schneeblöcke. Ja gut, dann latschen wir wieder zurück. Und dann fangen wir an, die Schilder zu bauen. Da müssen wir ein bisschen zählen. So, Schritte zählen. Oh. Keine schöne Aufgabe, aber dann haben wir ungefähr einen Einblick, wie viel wir latschen müssen. Und jetzt kann ich ja hier gleich anfangen, hier die Treppe zu bauen. Warte mal kurz, wie mache ich das am besten? Ach, da hätte ich lieber so einen langen Weg. Warte mal, jetzt ist die kaputt, aber das macht nichts. So, machen wir das einfach mal so.
Das sieht doch ganz gut aus hier so mit diesen Halbsteps. Dann sieht es auch ein bisschen, ja, ein bisschen besser aus. Da machen wir hier noch so hin. Hier gehen wir mal eins so in die Höhe. Ach, verdammt. Okay, hier müssen wir ein bisschen flacher gehen. Da mache ich mal eine normale Treppe hin. So in etwa. Jetzt ist bloß die, jetzt ist es schwierig. gefällt mir nicht so ganz. Dann muss der hier vielleicht weg. Und dann hier noch so einer hin. Nein, so nicht. So vielleicht. Dann können wir hier einen normal hin. Nein, so nicht. Ich sag das so nicht. Können wir hier sowas hinmachen? So, jetzt können wir das alles mit Standardtreppen weitermachen. Wobei eigentlich können wir hier sowas hin machen. Dafür machen wir halt hier sowas hin. Toll, es ist hier eins zu. Oh, ach Gott. Naja, es bringt nichts. Da noch eine hin. Ja, muss ich das Ganze eins niedriger machen. Ist zwar nicht so geil gerade, aber mein Gott, es geht nicht anders. Oh, dieser Ventilator. Also wer auch immer Ventilator erfunden hat, bester Mann. wisst ihr, ich habe gerade in meiner Wohnung das Problem, dass ich die ganze Zeit lüfte, aber die Temperatur geht nicht runter. Selbst wenn ich einen Ventilator anmache, hat es die ganze Zeit mindestens 24 Grad drin, ja. Und gerade hat 27 Grad und wenn ich den Ventilator mal richtig gescheit durchlüfte, dann hat es Minimum, das was ich am niedrigsten hinkriege, 24 Grad. Und ich komme nicht unter die 24 Grad, einfach weil meine Wohnung so klein und so eng ist, vollgestellt auch. Ja, und die Möbel, die speichern Wärme. Und ja, ich kriege die Temperatur nicht so richtig runter. Das ist ein echtes Problem, also ja. Also die höchste Temperatur, die ich hier bereits hatte, war 30 Grad so in meiner Wohnung, ja. Also das war wirklich da habe ich wirklich mein T-Shirt ausgezogen und habe mit nacktem Oberkörper gezockt, ja. Weil es eben so brutal heiß war, also Ventilator natürlich auch, volle Pulle, ist klar. Und also das ist im Sommer echt ein Problem. Also Sommer ist schon schön. Aber die Hitze. Manchmal ist es halt zu heiß und manchmal ist es halt zu kalt. So, irgendwie ist der Mensch da nie so richtig zufrieden, was Hitze und Wärme angeht, ja. Ja, ich bin so eher der Frühlings- und Herbstmensch, ja. Wenn es quasi am Abkühlen ist oder am Warmwerden ist, ja. Ich mag da am liebsten den Frühling, ja. Im Frühling wird es warm und ist nicht zu warm und das ist genau richtig. Im Herbst ist es manchmal allerdings zu kalt, ja, also, Da bin ich auch so zwiegespalten, was besser ist. Herbst oder Winter. Herbst oder Frühling. Wahrscheinlich eher der Frühling. So, dann können wir hier ganz normale Treppen hinbauen, so in etwa. Ja, ist schön, jetzt werden wir auch die Treppen los, die wir hier zu viel hatten. Na, verdammt. So, hier kann ich mal einen Halbstep platzieren, so für die Abwechslung. So, dann mache ich die weg und mache eine Treppe hin. Eigentlich hätte ich das gleich machen können. Da hätte ich dadurch viel Zeit gespart. Naja, aber das ist ja auch ein recht langer Weg. Da braucht halt seine Zeit. So, der muss weg. Dazu machen wir mal einen Halbstep hin. Da auch. Hier können wir. Warte, wir machen das hier.
Mach mich hier auch einen Halbstep hin. Da können wir einen normalen hinbauen. Wie machen wir es hier? Machen wir hier einen. Boah. Ich glaube, der muss hier sogar sein. Ist jetzt nicht so geil, aber. Ja, so könnte es vielleicht funktionieren. Ja, genau so. So ist super. Vielleicht sollte man das hier genauso bauen. Aber wobei hier geht die Treppe. Ach Gott, das ist auch so ein Problem. Machen wir es mal so, dass wir hier. Ach, Scheiße, da geht die Treppe hoch. Dann machen wir es halt so. Dann so und dann so. Ja, ist es beim Hochgehen nicht so geil, weil man eben hier so hin und her muss, aber. Ja, gut, okay, das passt. Sind wir mal da nicht so. Nicht so überdeutsch, was das angeht, ja. Okay, hier können wir auch so ein Halbding hinmachen. Hier eigentlich auch. Jetzt senkt sich das Ganze wieder. Ich glaube, da brauche ich doch eine normale Stufe hin. Weil hier ist es doch etwas steiler. Ja, wäre das ein ganz normaler Weg, wäre es viel leichter. Aber wir gehen halt in die Höhe. Und ja. Das ist halt eben das Problem. Hier können wir wieder einen halben hinmachen. So, hier auch. Dann hier können wir vielleicht einen normalen hinmachen. Also sowas hier. Ja, machen wir hier auch. Ach, verdammt, ey. Ja, Gott, das nickt mich auf. Immer platziere ich die Kopf über. Ja, hier müssen wir steil eine steile Treppe hinmachen. Es geht nicht anders. Weil es hier eben schon sehr steil ist. Ach, ich hätte es gleich machen sollen. Ich hätte gleich die Stufen platzieren sollen. Ach, Janka, was machst du für einen Mist? Tut mir leid, Leute. Nein! Ach Gott. So, jetzt. Okay, gut. Hier können wir auch wieder einen halben hinmachen. Hier so. Da auch. Also da, wo wir recht viel Platz haben, da können wir ruhig halbe hinmachen. Hier können wir ein bisschen. So, in die Bäume. So etwa, jawohl. So, haben wir noch halbe übrig? Nein. Aber hier könnte man eine Menge halbe einbauen. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Crafting Table, einen sporadischen. Dass wir da schnell weitere von diesen Halb-Dingern hier bauen können. Und hier. Nein, Quatsch, was mache ich da? Ich wollte mir gerade ein Werkzeug machen. Denkt euch nichts dabei. Das war wieder meine halbe Gehirnhälfte, die sich da aktiviert hat. Und die macht halt solche Sachen. Ja, einfach nichts denken. So, Da, genau, dann geht's hier weiter. Das machen wir auch eins weiter in die. Ach Gott, dieses Holzding. Weg mit dir. Warte, wieso resettet sich das, wenn man hier wechselt? Das ist ja mega blöd. War das früher auch so? Ich kann mich erinnern, dass es früher vielleicht nicht so war. Da konnte man, glaube ich, hin und her wechseln mit dem Mausrad, wenn man abgebaut hat. Oder? Keine Ahnung. Ich hab Minecraft schon so viele Stunden gespielt, aber bisher ist mir das nie aufgefallen, wie das früher war oder wie es jetzt ist. Hab alles vergessen. Ich hab alles vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin zu alt für dieses Spiel. Wo sind meine Medikamente? Verdammt, das ist auch wieder so ein steiler Kack-Dreck-Dingens. Ach man, das sind so. Ach Gott, also sowas macht mir keinen Spaß. Aber dieser Weg muss gebaut werden. Das Volk verlangt diesen Weg. Noch nicht so. Das Volk will nicht so einen Weg. Bist du des Wahnsinns? Weg mit euch. So. Ach Gott. Ich mach. Ach Gott, also sowas ist ein Problem hier. Ich komme da nicht so richtig gescheit hoch. Ja, toll, jetzt ist hier alles so steil, aber wir nähern uns dem Ende dieses Weges. Ah. Haben wir den ganzen Grund
mal weg. So, dann gehen wir dahin. Aua. Und brechen erstmal uns alle Knochen. Aua, aua, aua. Ach, wenn ich schon so dabei bin, mache ich hier gleich. So. Das ist ja lebensgefährlich. So, wir waren dabei hier. Ach, diese Blumen, was ist denn das? Flieder. Damit kann man doch so, ja, magenta Farbstoff machen. Bloß schade ist. Alter, wieso habe ich schon wieder Schneebälle? Ey! Ihr verdammten Schneebälle, ich hasse euch. So, ich schreie euch an wie Skywalker den Obi-Wan. Ich hasse euch! Ihr Drecksschneebälle! You just ruined my life! So. Übrigens, ich habe mir die Serie Obi-Wan gesehen, also. Ehrlich gesagt. Die Serie, die ist ein bisschen. Ja. Also, sie. Ich will nicht behaupten, dass sie schlecht ist, aber ich finde, sie hat so ihre Schwächen. Und die nutzt sie nicht aus. Ich meine, der Endkampf. Ich will euch jetzt nicht spoilern, also an alle, die die Serie noch nicht gesehen haben, hört mal kurz weg. Also ich muss sagen, der Endkampf, den fand ich schon, da hätte man mehr draus machen können. Also er ist nicht schlecht, aber ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Ich meine, hier kämpft Darth Vader gegen seinen ehemaligen Schüler, ja? Darth Vader, Obi-Wan gegen seinen ehemaligen Schüler und, den hätte man epischer gestalten müssen, mit einer geilen Musik von Episode 1, ja, dieses Hola, la, la, la. Ja, so eine Musik, die nostalgische Star Wars Musik, nicht irgendwie so neuartige Star Wars Musik, die keiner kennt. Ich finde die neue Star Wars Musik, die finde ich jetzt nicht so geil, ja, also da hätte man wirklich die alte Musik einfügen können und wenn man nicht die Rechte hat, dann kauft man sich diese Rechte. Ich meine, das ist die nostalgischste Star Wars Musik, die es gibt, dieses Hola, la, la, la. Duel of the Fates heißt dieses Lied, genau. Da hätte man wirklich den Verfasser dieser Musik wirklich, keine Ahnung, 1 Million reindrücken können, dass man diese Musikrechte hat, ja. Dann kommt wirklich bei jedem Star Wars Fan wieder dieses Feeling wieder zurück, ja. Und vergisst dabei, dass es Disney eigentlich von George Lucas abgekauft hat, ja. Sobald man irgendwie was Nostalgisches einfügt in dieser Serie, was man auch super hätte machen können, dann sind die Fans sofort wieder richtige Fans, ja. Weil heutzutage wird ja alles irgendwie, was Star Wars angeht, was von Disney kommt, irgendwie, ja, schlecht geredet, so total kritisch beäugt. Und ich finde, ehrlich gesagt, so, ja, dass man eben mit so einer, wenn man den Fans sowas gibt, dass man denen die alte Star Wars Musik wieder gibt, dass das dann schon ein bisschen ein Zukommen auf die Fans ist, ja. Und ich finde diesen Kampf, den hätte man wirklich mit Duel of the Fates richtig geiler gestalten können, ja. Das war, wäre eine bessere Musik als dieses Neuartige, was sie da gemacht haben, ja. Und ich finde diesen neuen Soundtrack gewöhnungsbedürftig, ja. Ich meine, die ganze Star Wars Musik, wenn man einen Track von Star Wars hört, dann weiß man sofort, aha, dieses Lied ist aus Star Wars, ja. Und wenn man sich heutzutage die neuartige Star Wars Musik von Disney anschaut, da hat man nicht so ein Star Wars Feeling, wisst ihr, was ich meine? Es ist, it's all about the music, würde ich da sagen, ja. Hat sie, ihr wollt, achso, hier war mal stehen geblieben, genau. Ich dachte schon, jetzt hat sie geschneit. Ja, und ich finde, man muss halt die alte Star Wars Musik wieder einfügen, so, das muss Disney einfach machen und dann sollen sie sich halt die Rechte kaufen, wenn sie die Rechte nicht haben, ja, ich meine, das wäre es mir schon wert, wenn man dadurch seine Umsätze, was Star Wars angeht, stark steigen kann, ja, dann kauft man sich einfach die Musikrechte, gibt dem Producer dieser Musik ein paar Millionen, ja, und dann hat man wieder ein geiles Star Wars, ja, was die Fans auch schätzen, ja. Das ist dann auch besser als das, was Disney da erschaffen hat an Musik. Also finde ich jetzt persönlich. Klar, es gibt Leute, die finden die Musik auch gut. Aber ich finde, die klassische Star Wars Musik muss einfach wieder zurück, ja. Dieses da weiß jeder Mensch auf der Welt, wenn er diesen Sound hört, aha, Star Wars, ja. Aber wenn
das, was heutzutage so läuft an Sounds, das ist einfach nicht mehr diese nostalgische Star Wars Musik, die man so kennt, ja. Und das lässt einem schon so einen Eindruck geben, dass das auch nicht wirklich Star Wars ist, wie es auch wirklich sein sollte, ja. So, jetzt bauen wir hier diesen Weg hier so seitlich hin. Okay, fast geschafft. Gleich ist dieser Weg fertig. Und danach zählen wir, wie die Blöden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, da freue ich mich schon drauf. Jeden Block zählen, bis wir dort sind. Nein, ich freue mich nicht drauf. Aber dann haben wir ungefähr eine Route. Dann wissen wir ungefähr, wie lange es dauert, bis wir dort sind, ja. Alright. Oh Gott, jetzt geht das Gezähle los, aber erstmal brauche ich mir ein paar Schilder, dass ich das schon mal habe. Ich glaube, ich habe sogar schon mal ein paar Schilder gebaut. Hier sind Schilder. Nehmen wir die auch noch mit. So, den Kackschnee habe ich nicht mehr bei mir, das ist gut. Gut, dann sehen wir jetzt den Weg bis hier rüber. Hoffentlich verzähle ich mich nicht. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, warte, wir zählen hier, das ist ja noch hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zähle auch schräg als 1,9 Meter, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. So, jetzt machen wir hier mal ein Schild hin. Blitzbergen. 178 Meter. Gut, und jetzt 1, 2, 3, 4, ne, warte, mach mal. Ja, doch, mach mal von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Okay. Birkelingen. Okay, 39. Mach mal 40. So, 40 Meter, dann haben wir eine schöne Zahl. Dann machen wir hier so einen Wegweiser. Moment, hier so. Das Lava-Geräusch. Lava-Geräusch. 140 Meter. So, nur zu markieren. Lava-Geräusch 140 Meter und dann... Warte, nee, jetzt machen wir anders. Moment, da machen wir einen größeren Stein hin. Da machen wir einen größeren Stein aus Eichenholz. Lava-Geräusch 140 Meter. So, und dann schauen wir mal nach, wie viele Meter es waren bis nach... Blitzbergen. Ich frag mich, wie die das früher gemacht haben. Haben die da so auch Meter gezählt oder so? Also früher, wo wir noch keine Messgeräte hatten, ja. Wie haben die das Kilometerschilder gemacht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich genauso. Haben sie auch so jeden Meter gezählt, so. Ach, das muss aber auch ein Aufwand sein, ja. So, Blitzbergen 178. Merken wir uns 178. Das nehmen wir dann plus diese Strecke hier, 178 plus, oh Gott, jetzt müssen wir hier schon Mathematik betreiben, 178, diese Zahl darf ich nicht vergessen, sonst muss ich nochmal zurücklatschen. Nicht wahr, ihr Oktopusse? Ach, verdammt, da muss ich auch noch eine Treppe hinmachen. 178 178 plus 140 sind 318. 318. Blitzbergen. 318 Meter. Gut, jetzt haben wir hier so einen schönen Wegweiser. Ich hätte denen noch gerne die Rinde entnommen. Da brauchen wir schnell eine Axt dazu. Ein Holzfäller, der keine Axt hat. Was ist das? Dann mache ich mir halt meine Axt. So. Hier so. Das ist keine Axt, Janka. Das ist eine Axt. Gott, jetzt wollte ich schon eine Spitzhacke machen. Wie blöd bin ich eigentlich? So, jawohl, sieht besser aus. Gut.
Okay, bloß jetzt können wir hier Birkeling nicht lesen. Das machen wir schnell weg. Und dann machen wir hier das Schild. Willkommen in Birkelingen. Jawohl. So, dann müssen wir hier noch die Treppen hinbauen. Ich glaube, ich überziehe heute ein bisschen, bis wir diesen Weg hier fertig haben. Wie viele Minuten haben wir noch? Ja, 10 Minuten. Ne, 5 Minuten. Machen wir heute ein bisschen länger. Willkommen in Birkelingen. Hier Lavageräusch, Bilzbergen. Genau, wie viele Meter sind das jetzt? 318, okay, 318, dann machen wir quasi in Blitzbergen einen Wegweiser, der hinzeigt Birkelingen, 318 Meter, ja. 318, die Zahl darf ich nicht vergessen. Nicht vergessen diese Zahl. Janka, wenn du die 318 vergisst, gibt's Stress. Dann musst du nochmal zurücklaufen, ja, extra latschen. Verdammt, was mache ich da eigentlich für einen Mist? Janka, denkst du überhaupt nach, was du da machst? Nein, denke ich nicht. Das war wieder meine halbe Gehirnhälfte, mit der ich existiere und lebe. Und die mein Leben beherrscht, ja. Die macht so einen Mist. Deswegen sind da jetzt Half-Steps, ja. Wo man eigentlich diese normalen Steps braucht, ja. Ja, ja, ja. So. Okay. Oh Gott, da ist auch noch was. Ich hasse es, wenn du den Kopf überplatzierst. Lass das. Lass das halbe Gehirnhälfte. Du hast jetzt mal Sendepause. Das ist so ein Lehrerspruch, ja. Wir hatten mal früher so eine Lehrerin, die hat immer gesagt, wenn jemand laut war, du hast jetzt Sendepause. Mäh, 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 mäh. Aber ich bin doch gar kein Radiosender. Mir egal, du hast jetzt Sendepause. So, jetzt, ich wette, wenn die irgend so einen Radiosender hört, die ihr nicht gefällt, ja, dann geht sie, dann ruft sie dahin, ruft sie den Sender an, den Radiosender, und sagt, du hast jetzt Sendepause, ja, und dann haben sie so viel Schiss, dass sie nicht mehr senden wollen, ja, und pleite gehen. So, 318 Mal. Boah, LKW fährt vorbei. Boah. So, 318 Meter. So, auf diese Weise können wir noch unser Werk begutachten. Ich glaube, ich muss gar nicht verlängern, weil wir kommen zeitlich ganz gut hin. Warte mal kurz, habe ich hier überhaupt gezählt? Ach, da müssen wir hier auch noch ein Schild hinmachen. Okay, mal kurz. Diese Ding muss weg. Lavageräusch. So, das ist die Beschriftung für diese Höhle hier. 318 war die Zahl. Also ich habe das früher immer so gemacht, dass ich meine Orte Wegweiser gegeben habe. Auf diese Weise kann man ein bisschen einschätzen, wie weit ungefähr etwas entfernt ist. Und es ist schon praktisch. So, und hier machen wir gleich das Schild für Birkelingen. Machen wir hier Birkelingen hin. Birkelingen. 318 Meter. So. Damit jeder weiß, aha, da geht's noch. Verdammt, nein, ich hätte es aus Ding machen sollen. Okay, reißen wir es nochmal ab. So. Gut. Also. Birkelingen. 318 Meter. Machen wir da einen Abstand? Ne, erstmal einen Pfeil. 318 Meter. Mit Abstand, so. Und das ist Willkommen in
Blitzbergen. Genau, da unten können wir dann noch so einen Wegweiser machen. Wie weit es bis zu dieser bis zum Lavageräusch sind. So, das ist die letzte Aktion, die ich noch mache. Und dann haben wir diesen Weg eigentlich fertig. Hier, das muss noch weg. Dann können wir unser Werkzeug begutachten. Ja, eigentlich wollte ich diesen Weg bis hierhin machen, aber war schon ganz gut. Also ich habe mal ein bisschen abgekürzt. Das ist ja alles Ladstrecke, was wir immer laufen müssen. Ja, je kürzer die Ladstrecke ist, desto besser. Die kann weg. Die kann weg. So, Blitzbergen. Warte mal kurz. Ich glaube, das hätte ich doch lieber so, dass ich hier auch wieder so einen Eichenstamm hinmache. Blitzbergen 178. 178, okay. 178. Meter. So. Blitzbergen. Und Birkelingen. So. Oh Gott, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr. 178. 318 Meter. Das heißt, jetzt muss ich rechnen. 318 minus 178 sind 140. 140. Wir klingen es 140 Meter. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, sonst ist es. Sonst ist es recht peinlich. 140 Meter. Ja, passt. Passt. Das ist das ist ungefähr die halbe Strecke. So, das ist. Ja. Fällt mir. Dann können wir vielleicht hier noch Fackeln hinmachen. So seitlich. So. Das hier weg. Dass man sieht, dass das so eine Art Wegweiser ist, ja. So in etwa. Genau, hier ist das Lavageräusch. Theoretisch hätte man auch im Lavageräusch unseren Weg bauen können. Wäre auch eine Idee gewesen. Moment, das Lavageräusch, den Eingang hätte ich doch schon noch gerne so, dass der natürlich aussieht. Ja, so passt. So gefällt es mir. So, damit ist dieser Weg fertig. Jetzt ist bloß die Frage, was machen wir im nächsten Part? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder zurück nach Blitzbergen. Und wir können ja dann im nächsten Part. Ich weiß nicht, was ich im nächsten Part machen will. Aber ich hätte schon gerne, dass wir Blitzbergen fertig bauen. Weil Birkeling ist ja soweit fertig. Ach, die muss weg. Die kann auch mal weg. Ja, Blitzbergen. Mir wäre es lieber, wenn wir Blitzbergen fertig bauen. Weil der Ort, der sieht mir so halb vollständig aus, ja. Wir können ja dann so diesen Weg hier so aus Holz machen. Wieder so Aussichtsplattformen hier machen auf der Seite. Und dann schauen wir mal, wie wir dann weiter vorgehen werden. Bloß wir brauchen da wahrscheinlich Birkenholz dafür. Das werden wir dann vielleicht sammeln müssen im nächsten Part. Dass wir das haben. Naja, Fichten hätten wir einige hier.
könnte man eigentlich im nächsten Part gleich loslegen. Ja, genau. Dann machen wir im nächsten Part hier den östlichen Bereich, nördlichen Bereich. Was ist eigentlich Norden, was ist Westen? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir uns mal einen Kompass bauen. Na gut. Sagen wir, hier ist Norden, ja. Legen wir fest, hier ist Norden. Dann machen wir den nördlichen Bereich unserer Blitzbergenbude fertig und machen es genauso wie hier. Ja, auch mit so einem Aussichtsplattform-Dingens hier, ja. Die könnten wir es auch so hinbauen. Ja, genau. Das zum nächsten Part. Bis dann. Habt noch einen schönen Tag. Euer Janka. Ciao.